Ja, hier kommt Conny, meine Freundin Conny. Bei ihr ist jeden Tag etwas los. Schwimmen oder Zelten gehen, reiten, tanzen, Uhr verstehen. Pizza backen macht ihr Riesenspaß. Bei Conny, da passiert immer was. Ja, hier kommt Conny. Sag bloß, der Regen vermasselt dir deine Laune, Conny. Ausgerechnet jetzt, wo Oma zu Besuch kommt. Ach, Schatz, ihr könnt doch auch zu Hause schöne Sachen machen. Nö, wir wollten doch auf den Abenteuerspielplatz oder in den Tierpark und Eis essen und... Das ist Oma! Oma Frieda! So. Der sieht aber lecker aus. Wie soll denn dein neuer Dino heißen? Frieda! So wie Oma? Das ist für dich. Oh, danke! Oh, eine Bärengeschichte? Ja, das sind lustige Abenteuer eines frechen und mutigen Bären. Guck mal, eine Geschichte über Teddys. Liest du sie vor? Jetzt? Oh ja, mir auch. Na gut. Nun muss der kleine Bär ganz alleine durch den dunklen Wald wandern, weil er weiß, dass irgendwo hinter den vielen Bäumen sein Bruder auf ihn wartet. Gute Nacht, Oma. Gute Nacht, Conny. Na, mein Schatz, welche Geschichte soll ich denn heute Abend vorlesen? Lulu Bär. Das neue Buch von Oma? Mhm. Ich dachte, das hat Oma dir schon ein paar Mal vorgelesen. Ja, aber das ist so schön. Ich möchte es noch mal hören. Gut. Prima. Komm mal. Es war einmal ein kleiner Bär. Der hatte einen Bruder, der noch viel kleiner war als er. Da? Brrr, macht der kleine Bär und schüttet das Wasser aus seinem Fell. Siehst du, Jakob? Oh, hier schüttelt er sich. Und du, aha. Sag mal, du kannst lesen? Nee, aber ich weiß doch, was der Bär da sagt. Conny kennt die Geschichte schon auswendig. Ja, und morgen nehme ich das Buch mit in den Kindergarten. Wir sollen unser Lieblingsbuch mitbringen und erzählen, warum wir die Geschichte so toll finden. Weiterlesen. Ja, ja. Ich gehe nicht hin, wenn ich's nicht finde. Du kannst doch ein anderes Buch mit in den Kindergarten nehmen. Aber Hanne hat gesagt, wir sollen unser Lieblingsbuch mitbringen. Und jetzt ist es weg. Oh, was ist denn passiert, Conny? Mein Buch ist weg, Oma. Ach, wir haben schon überall gesucht. Aha. Sogar im Garten. Ja. Ich habe eine Idee. Wir gehen schnell in die Bücherei und sehen mal, ob wir es ausleihen können, bis wir deins wiederfinden. Ich kann mein Lieblingsbuch einfach so ausleihen? Wenn sie es dort haben. Das ist eine wunderbare Idee. Beeilt euch aber, damit Conny nicht zu spät in den Kindergarten kommt. Ja, schnell! Komm, Oma! Ja, ja, ich komm ja schon. Ich komm ja schon. Conny Klavitter. Mit einem eigenen Ausweis darfst du Bücher ausleihen. Die Bibliothekarin tippt dann ein, welche Bücher du mitnehmen magst und wann du sie wieder zurückbringen musst. So darf jeder mit einem Ausweis ein Buch ausleihen. Hier, Conny. Dein Bücherausweis. Damit kannst nur du Bücher ausleihen. Wenn deine Danke. Mama ein Buch ausleihen will, dann braucht sie einen eigenen Ausweis. Warum? Für Kinder ist der kostenlos. Ich darf umsonst Bücher ausleihen? Prima, oder? Na komm,
Jetzt machen wir uns mal auf die Suche. Oh, so viele Bücher? Da finden wir mein Buch ja nie. Doch, doch, in der Kinderabteilung. Außerdem sind alle Bücher nach den Nachnamen der Autoren geordnet. Von A bis Z. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man das ABC lernt. Das verstehe ich nicht. Die Person, die ein Buch schreibt, nennt man einen Autor oder eine Autorin. Also, wenn zum Beispiel Conny Klavitta ein Buch schreibt, dann... Bin ich eine Autorin? Genau. Die Leute würden dein Buch unter deinem Nachnamen suchen. Also unter... Klavitta. Richtig. Aber wir suchen ja ein anderes Buch von einer Autorin, die Bobrock heißt. Siehst du, da stehen die Anfangsbuchstaben. Ba bis Bom. Da sollte das Buch von Bobrock stehen. Oma, guck mal, ein Wimmelbuch. Und da, ein Buch mit einem Zoo. Oh, kann ich die auch ausleihen? Wenn du möchtest. Oh ja. Ach, Conny, das tut mir leid, aber das Bärenbuch ist nicht da. Nicht da? Aber da sind doch so viele. Ich weiß, Spätzchen. Aber weißt du, was daran toll ist? Mm-mm. Die hier kannst du alle noch entdecken. Mhm. Eine Möglichkeit, dein Buch zu bekommen, haben wir aber noch. Echt? Und welche? Wir gehen schnell in eine Buchhandlung. Au, ja. Das ist ja groß hier. Boah, sind da viele Bücher. Na, guck mal, hier gibt's auch Comics. Und mein Buch? Guten Tag. Wir suchen das Buch Lulu Bär von Lea Bobrock. Können Sie bitte nachsehen, ob es da ist? Ja, gerne. Einen kleinen Moment, bitte. Hoffentlich ist es da. Mhm. Lola. Ha, Lulu Bär. Nein, das ist nicht da. Das müsste ich bestellen. Aber wir haben den zweiten Band da. Ach, nö. Oma. Den zweiten Band? Ich wusste gar nicht, dass es eine Fortsetzung gibt. Wollen wir das Buch nehmen? Aber ich wollte doch mein Buch. Ach, Conny. Das haben sie doch nicht. Willst du denn nicht wissen, wie die Bärengeschichte weitergeht? Doch, schon. Hm? Okay. Gut, dann nehmen wir es. Ich hole schnell. Hier, bitte. Danke. Und 1,05 € zurück. Was steht denn hier? Das sind einige der Menschen, die an dem Buch gearbeitet haben. Wer denn? Also, zuerst die Autorin. Die erfindet die Geschichte. Mhm. Und die schönen Bilder, die hat diese Frau hier gemalt. Die nennt man eine Illustratorin. Oh ja, stimmt, die Bilder. Und damit viele Kinder die Geschichte lesen können, wird das Buch ganz oft gedruckt. Und den Auftrag dazu gibt der Verlag. Also die Menschen, die dort arbeiten. Und dann erst kommt ein Buch in die Buchhandlung. Oh, so viele tun was für nur ein Buch? Und das sind längst noch nicht alle. Das wusste ich gar nicht. Ist doch ganz schön viel Arbeit für ein Buch. Wer Bücher schreibt, dem muss es viel Spaß machen, Geschichten zu erfinden. Mir macht das auch Spaß. Wenn ich groß bin, will ich auch mal ein Buch erfinden. So lange musst du nicht warten. Das können Kinder auch. Oh je. Du musst ja in den Kindergarten. Jetzt aber schnell. Oma, ich kann da nicht hin. Ich hab mein Buch doch gar nicht. Eigentlich ist das gar nicht schlimm. Du kennst die Geschichte auswendig. Deshalb kannst du sie allen erzählen. Stimmt. Wird Conny sich freuen, dass ihr Buch wieder da ist. Nächstes Mal sagst du aber Bescheid, wenn du Connys Buch mit in dein Bett nimmst. Okay? Mhm. Hm? Hier, in deinem Zimmer. Sieh mal, wir haben dein Buch gefunden. Super, mein Buch ist wieder da. Wo war es denn? Im Bett. Es hat ganz tief und fest geschlafen.
in Jakobs Bett, aber heute schläft es wieder bei dir. Entschuldigung. Okay. Und wie war's im Kindergarten? Klasse! Alle fanden die Bärengeschichte toll. Und weißt du was? Wir haben ein eigenes Buch gebastelt. Das ist ja großartig. Zeig mal. Ich will auch sehen. Das ist eine Geschichte von Mao, der unbedingt einen Seeräuberschatz finden will und... Das Essen ist fertig. Habt ihr denn überhaupt keinen Hunger? Leise! Wir müssen vorher unbedingt wissen, wie die Geschichte weitergeht. Welche Geschichte? Ich hab mein erstes Buch fertig. Ja, vorlesen. Wow, jetzt bin ich aber gespannt. Kater Mao will unbedingt einen Piratenschatz finden. Zusammen mit Teddy fährt er auf das große Meer. Und hier? Hier ist Winter und das Meer ist zugefroren und deshalb weiß. Weil die blaue Farbe leer war. Und dann sind sie mit Schlittschuhen einfach weitergefahren bis zu einer Insel. Du, 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 du.